Nachdem ich mir schon verschiedene künstliche Intelligenzen angesehen habe, möchte ich mir heute natürlich auch der Vollständigkeit halber noch Google Bard anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hallihallo, ich bin Bart, deine kreative und praktische Unterstützung. Ich bin nicht perfekt und mache nicht immer alles richtig. Dein Feedback hilft mir aber dabei, besser zu werden. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Probier doch mal Folgendes aus: Schreibe eine E-Mail an das Hotel, um den geplanten Aufenthalt zu verschieben. Erstelle einen Marketingplan für meinen Online-Shop, der Fahrrad Teile vertreibt, wie kann ich mich besser zum Sport motivieren? Und dann noch der Hinweis: Zur Qualitätssicherung können Prüfer deine Unterhaltungen mit Bart verarbeiten. Gib also bitte keine vertraulichen Daten ein. Wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Ich stelle eine Chat-Anfrage. Ich mache das so ähnlich wie in meinem Chat-GPT-Video zum Vergleich. Wie ist das Wetter in Berlin? Und dann schicken wir das Ganze ab und Bart rödelt rum und wir kriegen sogar eine brauchbare Auskunft. Bei ChatGPT war das nicht der Fall. Am Sonntag, den 24. September 2023, ist das Wetter in Berlin sonnig und warm. Die Temperatur liegt bei etwa 19 Grad. Es gibt keine Wolken und der Himmel ist klar. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung. Die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist ebenfalls sonnig und warm. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Hier ist ein genauerer Überblick über das Wetter in Berlin am Sonntag, den 24. September. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich und diese Informationen sind sehr wohl hilfreich. Das ist besser als gedacht, das Ergebnis. Nächste Chat-Anfrage. Nicht genügend Informationen zu dieser Person. Dann probieren wir es mal mit dem vollständigen Namen. Und da kriegen wir jetzt auch ein Ergebnis. Es kommt also darauf an, was wir hier wollen und wie wir es formulieren. Mal gucken, ob der Bot auch kreativ sein kann. Erstelle ein kurzes Gedicht über den Herbst. Herbst, die Blätter fallen, die Tage werden kürzer, der Herbst ist da, die Natur schläft, die Vögel ziehen in den Süden, die Tiere bereiten sich auf den Winter vor. Ein Hauch von Melancholie liegt in der Luft, doch auch die Freude auf die kommende Winterzeit. Der Herbst ist eine Zeit der Ruhe und des Innehaltens, eine Zeit, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Oder eine Alternative: Die Blätter färben sich bunt, der Wind weht sie davon, die Natur bereitet sich vor auf den Winter, der naht. Ja, beides reimt sich nicht. Das ist doch eigentlich das, was ein Gedicht ausmacht, dachte ich. Aber okay, wir haben aber ein brauchbares Ergebnis bekommen. Das finde ich gut. Ich finde das hier insgesamt wesentlich besser wie ChatGPT. Möglich, dass der inhaltlich bessere Ergebnisse liefert, aber mich überzeugt das. Wie macht man Gulasch? Und die Optik hier ist Google-typisch sehr clean. Gulasch ist ein klassisches Eintopfgericht aus Rindfleisch, Zwiebeln, Paprika und Gewürzen. Es ist ein herzhaftes und wärmendes Gericht, das sich perfekt für die kalte Jahreszeit eignet. Zutaten für 4 Personen. Lest mir das gerade mal kurz durch. Auf die Schnelle. Ich muss das ja jetzt nicht alles vorlesen. Das ist, denke ich, durchaus ein brauchbares Rezept und wieder ein brauchbares Ergebnis. Mich würde jetzt interessieren, woher kommt dieses Ergebnis? Mit Google suchen, teilen und exportieren, Antwort anpassen und mehr. Rechtliche Bedenken melden oder Antwort kopieren, teilen und exportieren, Antwort anpassen, gute Antwort, schlechte Antwort. Wir können das hier also alles bewerten auch. Gefällt mir gut, überzeugende Ergebnisse. Und wir machen weiter mit der nächsten Anfrage. Erstelle ein kleines Quiz. Frage 1: Welche Stadt ist die Hauptstadt Deutschlands? Also hier wird die Frage gestellt, die Antwort gegeben und damit könnten wir jetzt irgendwie ein Quizspiel füllen. Also das hier ist sozusagen die Vorlage für ein kleines Quizspiel auf der eigenen Webseite oder so. Dann gibt es auch schwierigere Fragen. Ich hoffe, das Quiz macht Spaß. Ja, natürlich macht es keinen Spaß, wenn man die Antworten schon kennt. Erstelle ein kleines Text-Adventure. Das Rätsel des alten Baums. Du stehst in einem dunklen Wald, die Bäume sind hoch und ragen in den Himmel. Das einzige Licht kommt von den wenigen Sonnenstrahlen, die durch die Blätter fallen. Du hörst ein Rascheln im Gebüsch und drehst dich um. Du siehst einen alten Baum, der sich in der Dunkelheit abhebt. Der Baum hat eine dicke Rinde und tiefe Rillen. Du gehst zum Baum und legst deine Hand auf die Rinde. Du fühlst, wie die Rinde warm und lebendig ist. Und plötzlich spricht der Baum zu dir. Willkommen, Reisender, ich bin der alte Baum, der seit Jahrhunderten hier steht. Ich habe ein Rätsel für dich. Was ist dein Rätsel? Fragst du. Ich habe drei Früchte, sagt der Baum. Die erste Frucht ist
ist rot, die zweite Frucht ist gelb und die dritte Frucht ist grün. Jede Frucht hat eine andere Bedeutung. Kannst du erraten, was die Bedeutung der einzelnen Früchte ist? Ja, also kleine Geschichte. Wir können das Ganze hier auch variieren. Das ist kein wirkliches Adventure, aber wir könnten daraus ein Adventure bauen. Erstelle einen Songtext im Stil von Die Ärzte. Die Welt ist scheiße, das ist Fakt. Die Menschen sind dumm und die Politiker sind glatt. Die Umwelt ist kaputt, der Klimawandel ist da und die Kriege gehen weiter und die Menschen leiden. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir kämpfen weiter für ein besseres Leben. Wir sind die Ärzte und wir sind hier, um die Welt zu retten von all dem Dreck. Naja, also das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Es war nur ein Test, ein Experiment und unten sehen wir noch die Erläuterung. Dieser Songtext ist im Stil der Ärzte geschrieben. Er ist politisch und sozialkritisch und hat einen starken Aufruf zum Handeln. Der Refrain ist eingängig und bleibt im Ohr. Die einzelnen Strophen beschreiben die Probleme der Welt, wie Umweltverschmutzung, Klimawandel, Krieg und Armut. Der Refrain gibt den Zuhörern Mut und Hoffnung und zeigt, dass es Menschen gibt, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Der Song könnte auch in andere Richtungen gehen, zum Beispiel Liebeslied oder Partysong. Ich hoffe, dir gefällt der Songtext. Naja. Ich möchte jetzt nicht auf die Probleme und so von sowas eingehen. Das hier ist seelenlos. Das ist kein wirklicher Ärztetext. Das muss man sich drüber im Klaren sein. Das ist so ähnlich wie bei ChatGPT. Aber wie gesagt, ich finde das hier alles recht überzeugend. Wie kann ich schnell Geld verdienen? Seriöse Möglichkeiten, weniger seriöse Möglichkeiten, Vorsichtsmaßnahmen. Also es gibt seriöse Möglichkeiten, man arbeitet in einem Nebenjob oder man macht Stundenarbeit, Freelance-Aufträge, Verkauf von gebrauchten Gegenständen. Weniger seriöse Möglichkeiten sind Glücksspiel, Geldleihen und Betrug, Vorsichtsmaßnahmen und eine Schlussfolgerung zum Schluss. Es gibt viele Möglichkeiten, schnell Geld zu verdienen. Allerdings solltest du dich vor Betrug schützen und nur seriöse Möglichkeiten wählen. Naja, jetzt habe ich Bart mal an die Grenzen des Möglichen gebracht. Das gefällt mir gut. Die Antwort auf diese Frage ist nicht eindeutig. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Ende des Krieges beeinflussen könnten. Darunter die militärische Situation auf dem Schlachtfeld, die politischen Entwicklungen in Russland und der Ukraine, die internationale Situation. Und dann gibt es unten noch einige Szenarien für das Ende des Krieges. Waffenstillstand oder Friedensvertrag, Kriegsende durch militärischen Sieg, Kriegsende durch Ermüdung. Also man kann Bart auch so ein bisschen orakeln lassen und auch hier bekommen wir eher eine allgemeine Erklärung. Es ist durchaus interessant. Google Bard funktioniert sehr ähnlich wie ChatGPT. Ich finde aber, dass die Antworten zum Teil wirklich besser sind. Viel besser. Das Ganze wirkt viel, viel cleaner und aufgeräumter als bei ChatGPT. Mir gefällt es wirklich gut. Ich glaube, ich werde das hier sogar ab und zu mal benutzen. Gucken, was sich hier noch tut, wie das hier noch weitergeht, wie sich das weiterentwickelt. Bei aller Euphorie hier noch ein kleines Negativbeispiel. Ich habe Google Bard mal dazu befragt, was es über mein Nickname weiß. Und das hier ist das Ergebnis. Und das ist zwar durchaus schmeichelhaft, das Ergebnis. Ich bin ein deutscher YouTuber mit über 680.000 Abonnenten, aber es ist halt komplett Fantasy. Mein Name ist weder Tobias, noch bin ich 30 Jahre alt, noch bin ich verheiratet oder habe einen Sohn und ich bin vor allem auch kein Fan von Borussia Dortmund. Das möchte ich gerne nochmal betonen an der Stelle. Für diesen kurzen Ausblick soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir können mal noch eine Rechenaufgabe testen und schauen, was wir hier für ein Ergebnis herausbekommen. 14 ist korrekt, inklusive einer Erklärung, diesmal aber in Englisch, interessanterweise. Das war's, ich bin raus. Was ist eure Meinung zu den diversen Chatbots? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.